Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit dem Moderator, der den Namen von Rumpelstilzchen erraten hat. Sascha Rumpelstilzchen Ehlert. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki-Banoki. Am Mikrofon ist der Sascha und wir haben heute im Studio die Silke Dumancic. Silke Dumancic, auch bekannt als The Hypnotist. Yes. Ja, The Hypnotist bei Instagram beispielsweise. Ja. Ja, genau. Da sind ganz viele Leute, die followen dir, sagt man das so? Oder folgen? Folgen. Folgen dir. Ganz viele, ne? Also mehr als fünf. Mehr als fünf. Krass. Ja, ja. Die gucken dann immer, was macht die Silke so, und dann gibst du ganz viele Motivationstipps und sowas, ne? Ja, ich schreibe ganz viel aber auch über mein Leben und damit helfe ich den Menschen. Hammer. Also ich habe auch mal mir angeschaut, was du da so machst. Und das sind ja ganz viele Tipps und ganz viele Posts dann über ganz verschiedene Themen, die dann halt sozusagen dir sozusagen was bringen und dem Lesenden oder dem Zuhörenden auch was bringen sollen in dem Moment. Und wenn es passt, dann ist es ja ziemlich geil. Also in dem Moment, wo ich mich öffne, kann sich mein Gegenüber auch öffnen. Und genau das ist das Entscheidende. Okay, macht Sinn. Absolut. Jetzt, wo du sagst. Ja. Und ich habe ein kleines Spielchen vorbereitet. Pass auf. Ja, ich habe dem Silke natürlich vorher nichts gesagt. Und ich habe nur gesagt, wird gleich lustig. Und sie hat gesagt, hey, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Pass auf. Keine blauen Haare, bitte. Nee, ja, genau. Ich habe irgendwas mit den Haaren. Pass auf, ich habe hier, kennst du, Wetten, das kennst du noch, ne? Nie Wetten, das geguckt, nee, aber ich weiß, dass da gab es immer, so eine Taucherbrille, die man aufsetzen muss, damit man blind ist. Mhm. So, du kannst jetzt einen Kopfhörer übrigens abnehmen und setzt diese Taucherbrille auf, dann siehst du nichts. Okay. Ich hoffe, die passt dir. Vom Kopf her müsste es ungefähr hinhauen. Super! Sieht immer noch gut aus. Ja, hoffe ich. So. Sehr gut. So, und jetzt gebe ich dir, jetzt siehst du ja nichts mehr, ne? Ja. Jetzt gebe ich dir, erzähl ich mal, wie einfühlsam du bist. Jetzt gebe ich dir verschiedene Gegenstände herüber und du musst die ertasten und erfühlen und musst sagen, was das ist. Ich zeige es mal in die, wir verraten es natürlich im Radio gleich, ich zeige es mal in die Kamera. Das hier ist der Gegenstand. Ja. Und die Silke streckt jetzt mal die Hand aus. Aber hier so eine Dschungelprüfung. So, genau. Das fühlt sich an wie so ein Pferdchen, so ein Playmobil-Pferdchen, ne? Das ist langweilig bei dir. Komm, leg das Ding wieder weg. Ich hab Kinder. Was ja, ja. So, pass auf. Es ist, also Fingerspitzengefühl braucht man wahrscheinlich als Motivationstrainer und Hypnotiseurin. Achtung. So. Das ist das Nächste. Ein Spinner. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja... Ich glaube, ich bin der Spinner jetzt gerade hier. Warte mal, ich habe natürlich noch ein paar Sachen. Ah, pass auf, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Lustig ist mir lieber. Ich gebe mal das hier, so. Jetzt mal in die Kamera, so, alles play, alles klar. Du darfst es auseinandernehmen, wie du möchtest. Okay. Das sieht sich an wie irgendwas zum Anziehen. Vielleicht aber auch eine Socke. Ja, sie ist gewaschen. Ja, es okay. War eine Socke. Das sucht ihr bei es war so ein Sockenbündel. Aber keine, es waren meine Socken. Es waren meine Socken! Aber die waren gewaschen, ist keine, also die waren richtig gut gewaschen sogar. So. Sehr gut. Nächstes ist nicht gewaschen übrigens. Naja. Was könnte das sein? Sieht an wie irgendein Stofftier. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was für eins. Ne? Das hat auf jeden Fall Arme und Beine. Vielleicht ein Hund oder so? Naja, ne. Papagei? Papagei, also bitte. Was soll das für ein Papagei sein? Mit Pinguin. Nee, kein Pinguin. Ich mag übrigens das Pinguin-Prinzip von, wie heißt der? Egal. Ich kenne nur einen Witz mit Pinguin, aber egal. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Stofftier. Ich bin so froh, dass du es nicht erraten hast. Es ist eine Schildkröte. Okay, warum bist du froh, dass du nicht erraten hast? Ja, weil du auch mal was nicht erraten so. Hast. Ja. So. Das hier ist das Letzte. Das ist ja wie Tesafilm. Ja, ist Tesafilm. Du bist echt kreativ. Gibst mir jetzt extra einen Kugelschreiber. Nee. Warte mal, ich geb dir mal was rüber. Was total krass ist. Oh, ich weiß nicht. Ja. Also soll ich jetzt den Titel auch noch mit erraten oder so? Ja, warte mal,
Ich würde sagen, eine CD-Hülle wahrscheinlich. Ich gebe dir mal was rüber. Zieh nicht so sehr da dran. Okay, den soll ich anrufen? Ja. Ach Mann, okay. Hast du das Spiel bestanden, kannst du wieder abnehmen. Ach, hey. Also so, ich fand's total kreativ. Ich hab drei Kinder. Aber hier, guck mal, meine Socke hier. Ich hab gedacht, guck mal hier, meine Socken. So zieh ich die Socken an. Ist geil, ne? Sternchen. Natürlich, ich hab immer Socken mit Sternchen. Pass mal auf, ich zeig dir mal meine Socken hier. Nein, ich will sie nicht sehen. Das sind meine Socken. Guck mal, die sind richtig schön bunt. Und die andere Socke auch. Die ist auch bunt, aber anders bunt, ist ja klar. Ich habe immer verschiedene Socken an. Ist ja egal. Silke Domancic hat auf jeden Fall bewiesen, dass sie Fingerspitzengefühl hat, was man ja für ihren Job auch braucht. Naja, Fingerspitzengefühl, Empathie, bisschen so. Empathie, aber ich fasse ja keinen an. Nein, du fasst ja keinen an, aber trotzdem, du kannst dich reinfühlen in die Dinge. Das ist ja wichtig bei der ganzen Sache. In so ein Playmobil-Pferd. Ja. Ja, war schön mit dir, Silke. Dankeschön. Demnächst wieder bei Schoki Banoki. Ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.